Hallo zusammen, ich hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und heute müssen wir uns ein bisschen schicken, denn ich habe gerade hier ein sehr nettes Item gefunden. Das kaufen wir jetzt gleich mal. Und dann erkläre ich euch so ein bisschen, um was es hier geht. Und zwar in der kleinen Videoserie will ich ein bisschen Gold ausgeben, um mir noch das ein oder andere für die Collection zu kaufen. Und das Item, was ich jetzt hier gerade rausgekauft habe für 55.000, ist sehr, sehr günstig. Denn das ist ein removedes Item, wie ihr seht. Ist ursprünglich in Classic WoW vorhanden gewesen. Mit dem Cutter Revamp ist es rausgefallen. Und das habe ich jetzt für 55k schießen können. Musste jetzt ein bisschen schnell sein. Das war jetzt auch, wie ihr gesehen habt, das einzige Timok-Item auf dem Server, was ich mir holen konnte. Und das ist hier die linkshändige Klaue, sieht es nicht sonderlich toll aus, aber ist verdammt selten. Und ich kann euch das mal kurz auf WoW Thing zeigen. Das sind jetzt gerade die Items, die mir noch EU-weit fehlen, ne? Und das hier ist die Klaue und ich kann mal schauen, das ist die einzige, die komplett EU-weit drin ist. Wenn die sonst mal drin war, ist die, glaube ich, bei ein paar Millionen, ne? Also da es nur eine gibt, ist halt immer schwierig. Ich glaube, vor ein paar Monaten habe ich das schon mal gesehen. Und das war jetzt halt der Mega-Schnapper. Jetzt schauen wir mal schnell hier und gucken mal, was so die letzten Verkäufe waren. Da seht ihr, die sind ewig schon nicht drin. 2021 war das letzte Mal günstig drin. Jetzt schauen wir mal aufs Datum. Ah ne, das können wir. Also das letzte Mal war es hier auf Archendorn quasi für 1 Million drin, ne? Und ja, da habe ich es schon richtig, richtig günstig geschossen. Sonst war es in dem Jahr jetzt nicht drin. 2023 war es mal nochmal irgendwo im Auktionshaus. Und ja, jetzt habe ich quasi das letzte, was es quasi gab, einmal noch bekommen. Und ja, dann hätten wir das auch. Jetzt tragen wir die, beziehungsweise kann ich die lernen mit dem Char hier? Ich werde die jetzt mal lieber rüber. Gehen wir mal aufs Nummer sicher. Das ist zwar ein Worry, da müsste die lernen können. Aber ich weiß es nicht, das wird das hier als gelber Stern angezeigt. Das heißt eigentlich, dass ich es mit dem nicht lernen kann. Eigentlich eine Faustwaffe. Aber gut, wir lernen es lieber mit dem Main. Dann gehen wir auf Nummer sicher. Dann sollte das gar kein Stress sein. Auch hier jetzt? Okay, hat aber funktioniert, keine Ahnung, wird jetzt irgendwie von dem Addon ein bisschen falsch angezeigt. So, das Teil haben wir gelernt, jetzt tragen wir das einmal, hätte ich gesagt, in meine Liste ein. Dann kann ich das da eventuell auch schon mal hier aus meiner Liste rauskegeln, wenn ich die überhaupt drin habe. Nee, die habe ich gar nicht in der Liste drin, weil die anscheinend so selten war, oder? Jetzt schauen wir nochmal, nicht, dass wir das hier mit den Dingern nicht drin haben. Nö, die hatte ich nicht mal in der Liste drin. Okay, never mind. Aber wir können sie jetzt hier mal rausschmeißen. Da haben wir noch das vom letzten Mal drin. Und die hat uns jetzt 55.000 Gold gekostet. Juti, das ist schon mal das erste Item. Und dann würde ich sagen, gucke ich mir weiter, ob ich noch ein paar Schnapper finden kann. Als nächstes sind wir auf dem Server Bronze Dragonflight unterwegs. Und hier will ich mir ein recht teures Item kaufen. Und zwar primitiver Mantel. Das ist einer von den Items, die removed sind. Hat ursprünglich mal im Startgebiet gegeben für einen Trollschaman. Kostet hier knappe 680.000 Gold. Ist aber EU-weit eins, das günstigste. Ich glaube, es gibt nur drei oder vier weitere, die sind bei mehreren Millionen. Und ich würde sagen, wir kaufen das jetzt einfach mal. Denn das ist tatsächlich noch eins der günstigsten Items, die ich mir aktuell holen kann. Und ja, das sacken wir jetzt mal ein. Man kann leider nicht immer so einen super Schnapper machen, wie ich beim letzten Item hatte. Aber naja, jetzt gucken wir mal. Also, das traden wir jetzt einmal rüber auf Main. Beziehungsweise, komm, die 126 Gold, die ich da jetzt noch an Differenz habe, die geben wir auch nochmal zurück, ne? So ein bisschen Cashback hier an der Stelle. Und ja, dann würde ich sagen, lernen wir das mal. Definitiv eins der teuersten Items, die ich bis jetzt gekauft habe. Und dann tragen wir das einmal in meine Liste mit ein. Wo haben wir sie? Hier ist sie. Und zwar, da haben wir den Mantel. Den können wir jetzt rauskegeln aus meiner Liste. Und dann tragen wir ihn hier auch einmal ein. Und zwar haben wir jetzt 680.000 Gold dafür gezahlt. Gut, ich kann euch auch noch schnell hier die Liste aktuell zeigen. Also das sind
die Items, die gerade drin sind im Auktionshaus. Ab und an sind natürlich noch einige von diesen Cuttercrafts-Items mit dabei. Und hier ist es so, der primitive Mantel war jetzt soweit noch das günstigste. Ich gucke jetzt mal, ob ich das Hemd der Wacht auch noch kriege, dass ich diese Hemden langsam mal wegbekomme, wenn sie denn mal unter 1 Million Gold drin sind. Ich kann euch auch zeigen, es gibt da noch ein paar weitere. Also jetzt hier vom primitiven Mantel hätte es noch 2 weitere EU-weit gegeben, aber die kosten dann schon über 1 Million. Und hier sieht es tatsächlich ähnlich aus. Ach ja, weil ich ja mal gefragt worden bin, wie die Sachen immer aussehen. Hier sieht man es einmal. Ich habe jetzt mal die Brust quasi ausgezogen. Warte mal, ich kann auch hier mal den Schal zumindest oben rum ein bisschen frei. So sieht es aus. Warte mal, die Handschuhe packen wir auch noch weg. Und die Handgelenke. Kopf, aber da, das dürfte es eigentlich nicht betreffen. Also das ist der primitive Mantel. Das ist eigentlich irgendwie nur so ein Fetzen. Ist halt wahrscheinlich aus Classic. Deswegen sind die Texturen jetzt auch nicht so krass. Aber ja, wer auf freizügigere Hemden steht, der wird da bestimmt auch mit dem Ding fündig. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob das andere Item auch noch im Auktionshaus ist. So, dann kaufen wir uns den anderen Umhang noch, und zwar das Hemd der Wacht. Das ist jetzt noch ein Stück teurer, 719k, also heute lassen wir es richtig krachen. Aber für die paar letzten Items ist okay. So, das haben wir dann auch noch. Können wir jetzt mal anlegen, was habe ich denn da an? Da habe ich schon irgend so ein anderes Hemd an. Auch bei dem gibt es irgendwie keine Vorschau. Also ich habe ja normalerweise hier ein Add-on, wo man unten immer die Vorschau sieht. Irgendwie, vielleicht weil das so ein Uralt-Item ist, gibt es das da nicht. Keine Ahnung. Oder vielleicht liegt das auch an Hemden an sich. Gibt es da eine Vorschau? Ah ja, okay. Das ist, glaube ich, ein Hemdenproblem, so wie das aussieht. Auch hier machen wir den Char wieder so ein bisschen nackig. Halt, da muss ich den Wappenrock auch ausziehen. Und, warte mal. Ich glaube, wir können hier ein bisschen näher ran. Das sieht sogar halbwegs cool aus, muss ich sagen. Wobei, es hat auch relativ low Texturen. Aber klar, es ist natürlich ein uralt removedes Hemd. Dieses ist anscheinend neue Charaktere Hemd. Aha, okay. Für Blutelf Jäger gab es das nur. Wurde wahrscheinlich damit Kataklysen entfernt. Und ja, ich habe dafür jetzt 700k rausgehauen oder ein bisschen über 700k für ein Hemd, was man eigentlich beim Char erstellen gekriegt hat. Aber das ist halt schon lang nicht mehr verfügbar. So. Dann hätte ich gesagt, tragen wir das noch einmal in die Liste ein. Und beziehungsweise hier müsste es auch noch mit drin sein. Jetzt gucken wir mal. Hemd der Wacht, ja, das können wir auch rauskegeln. Und dann hatten wir gezahlt 720k und sind jetzt quasi mit nur 3 Items, ne, das erste war ja ein Superschnapper, auf insgesamt 1.455.000 gekommen. Ja, diesmal war es eine bisschen kürzere Episode, würde ich mal sagen, aber liegt halt so ein bisschen an diesen super teuren Sachen. Und ja, mal gucken, was ich beim nächsten Mal noch Schickes finden kann. Für die Episode war es das auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.